Yo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Enrico Italia und in diesem Video geht's mal 10 richtig heftige Glitches. Die machen auf jeden Fall richtig Spaß in GTA Online. Also falls ihr zum Beispiel wieder Langeweile habt in GTA 5, dann probiert auf jeden Fall diese Glitches mit euren Freunden zum Beispiel aus. Könnt ihr beeindrucken und so weiter und so fort. Im Hintergrund, die Location habt ihr auch gesehen, Vespucci Beach an diesem einen Lifeguard-Haus. Da muss man dann gleich hinfahren. Könnt ihr entweder in der Mission machen oder auch im Online-Modus, wie auch immer. Wo ihr halt Bock habt, spielt gar keine Rolle. Bevor ihr jetzt aber weiter schaut, an sich ganz kurz, nehmt euch kurz die Zeit und zwar rechts oben ist hier ein kleines i. Wenn ihr da jetzt draufklickt, ist so eine kleine Umfrage in diesem Kästchen drin. Ihr könnt jetzt entscheiden, was das nächste Video von mir sein wird. Entweder wird es ein Rennvideo sein oder ein 10 Arten von Video, weil sehr viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, hey, mach mal wieder Rennvideos und so weiter und so fort. Und ich habe auch dann einen Kommentar geschrieben, habt ihr Bock auf ein Rennvideo? Haben auch sehr viele Leute darauf reagiert, aber es nicht alle gesehen auf meinem Kanal. Und wenn ich das halt so sage und dann kann jeder draufklicken, dann ist das Ganze halt ziemlich easy. Und bitte nehmt da dran teil, das würde mich echt freuen, weil ich will halt von jedem so eine kleine Meinung dazu hören. Im Hintergrund seht ihr auch schon, was man da alles machen muss und wie gesagt, ihr könnt es entweder in der Mission machen oder auch im Online-Modus ohne Mission. Lediglich braucht ihr dazu dann viele Panzerfäuste oder auch einen Panzer, je nachdem. Mit dem Panzer geht es am besten, also den braucht ihr auf jeden Fall. Wie gesagt, in der Mission funktioniert das Ganze wirklich gut. Danke an der Stelle nochmal an Slack, der diese Mission erstellt hat. Der macht auch ziemlich geile Glitches in GTA 5, lädt ihr auch immer auf seinen Kanal hoch. Checkt den auf jeden Fall mal ab. Erster Link in der Videobeschreibung ist Slack, sein Kanal. Checkt den auf jeden Fall mal wieder aus. Der hat es auf jeden Fall verdient. Wie gesagt, checkt den aus. Schenkt den ein bisschen Liebe. Ihr wisst Bescheid, italienische Liebe und so weiter und so fort. Platz Nummer 9 ist ein Unbesiegbarkeitsglitch. Wie nun dieser Unbesiegbarkeitsglitch funktioniert, werde ich euch im Hintergrund mal kurz demonstrieren. Ihr müsst nichts weiter tun, außer zum Vanilla Unicorn hinzugehen oder zu fahren, wie auch immer. Dann müsst ihr einfach zum Eingang gehen, vom Vanilla Unicorn zu diesem Strip Club. Wenn ihr dort dann seid, dann müsst ihr einfach nur zur rechten Seite gehen. Dort befindet sich eine Gruppe, dort werdet ihr einfach reinlaufen. Ihr müsst weder in die Ego-Perspektive gehen, noch in die Third Person, was anderes. Also ihr könnt es euch selber raussuchen, in welche Perspektive ihr geht. Ich habe jetzt hier in dem Fall die Ego-Perspektive einfach rausgesucht, weil es einfach auch ziemlich cool ist. Und ihr seht auch im Hintergrund, die anderen Spieler können einen nicht töten in dieser Gruppe. Ich glaube, aber explosive Sachen können einen in dieser Gruppe ein bisschen töten, von daher müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Aber ich finde es ein ziemlich cooler Glitch, falls zum Beispiel andere Spieler euch ein bisschen abfacken in der Lobby, könnt ihr dort einfach reingehen und habt ihr eure Ruhe. Platz Nummer 8 ist ein geheimer Glitch sozusagen und dort müsst ihr aufpassen, nämlich die Location ist ein bisschen tricky. Es gibt zwei Arten von diesen Zelten. Eins ist weiter vorne und eins ist weiter hinten. Ihr müsst aber das hintere Zelt nehmen. Dann müsst ihr nichts weiter tun, außer das, was ihr auch im Video gesehen habt. Ihr müsst euch dann an diese eine Stelle anlehnen und versuchen dann mit dem linken Stick ein bisschen reinzugehen und irgendwann mal werdet ihr es schaffen, dass ihr dann hier drin seid. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Ihr werdet da sozusagen auch ein bisschen reingesogen in dieses Zelt und dann könnt ihr da mit euren Freunden ein bisschen Spaß haben. Könnt mit dem Rockstar Editor auch was Cooles machen. Ich finde es auf jeden Fall ein ziemlich cooler Glitch. Auf dem 7. Platz haben wir, glaube ich, den besten Glitch von dieser ganzen Folge. Und zwar dazu müsst ihr lediglich eine Garage besitzen mit 9 Fahrzeugen und ein Straßenfahrzeug. Das Straßenfahrzeug fahrt dann einmal in die Garage rein, wieder raus, parkt es dann so, wie ich das mache im Hintergrund. Dann nehmt ihr ein anderes Straßenfahrzeug, merkt euch eure Garage, dann nehmt ihr eine Handgranate, dann schmeißt ihr sie auf das Straßenfahrzeug, das ihr dort geparkt habt, wirft die drauf, wählt ihr eure Garage aus, in die ihr eigentlich voll ist, dann müsst ihr die dann auswählen. Wenn ihr hört, dass das Auto explodiert ist, dann wählt ihr das Straßenfahrzeug mit dem Straßenfahrzeug aus. Also das eine Straßenfahrzeug, das stand mit dem anderen, muss euer Freund am besten in irgendeiner Mission von Rockstar Games sein oder irgendeinem Job, das spielt gar keine Rolle. Dort geht ihr dann rein und dann verlasst ihr den Job wieder, dann werdet ihr in der Lobby gespawnt, wo ihr eine ganz komische Minimap habt und so weiter und so fort und dann muss euer Freund euch in sein Büro einladen. Wenn das dann passiert ist, dann werdet ihr feststellen, dass ihr einen übelst langen Blackscreen habt und so weiter und so fort. Ist eigentlich gar nicht schlimm, denn euer Freund muss jetzt nur noch den Gegnermodus Sumo hosten. Wenn er dann den Gegnermodus Sumo gehostet hat, dann werdet ihr einfach beitreten bei dieser Mission, werdet alles bestätigen und so, dass ihr einfach ganz normal Sumo spielt. Aber jetzt werdet ihr feststellen, dass das Spiel so übelst heftig rumbackt, dass eigentlich gar nichts mehr geht. Wenn ihr jetzt feststellt, dass es eigentlich übelst rumbackt, dass die ganzen Texturen rumbacken, dass an sich immer wieder Blackscreen-Slime kommen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ihr seht es im Hintergrund bei mir auch, es backt übelst rum, aber das ist Teil von dem ganzen Glitch. Und ihr werdet auch feststellen, dass ihr gar nicht irgendwie diese Insel da spawnt, sondern dass ihr bei der Maze Bank spawnt. Und da
habt ihr alles richtig gemacht. Ihr werdet übelst heftig in die Luft explodieren und es kommen einfach 10 Millionen Explosionen. Das ist so ein geiler Glitch. Probiert den auf jeden Fall mal aus. Ich glaube, den hat Worldfinest Gamer herausgefunden. Also, Digga, das ist ein richtig heftiger Glitch und dafür auf jeden Fall Props an dich. Ich finde den Glitch so geil und er ist eigentlich auch ziemlich simpel und genial. Und mit dieser Methode, dass ich euch gerade beigebracht habe, mit dem Auto explodieren und so weiter und so fort, werden wir auch noch andere Glitches in diesem Video machen. Das bedeutet, merkt euch auf jeden Fall die Methode. Anyway, im Hintergrund seht ihr schon auf Platz Nummer 6 den nächsten Glitch. Und das ist zwar nicht so ein harter Glitch, den wir gerade hatten, aber ist auch ein ziemlich cooler Glitch und man auch wieder Spaß haben kann in GTA 5, ein paar lustige Filme machen kann. Dazu müsst ihr nichts weiter als zur Location gehen, die ich euch im Hintergrund gezeigt habe. Und dann müsst ihr auf die 5. Stufe von dieser Treppe gehen. Wenn ihr dann dort seid, dann müsst ihr nichts weiter tun, außer mit dem linken Stick ein bisschen nach vorne gehen, also den nach vorne bewegen und dann Viereck drücken. Da werdet ihr feststellen, dass er wie so einen Hechtsprung nach vorne macht. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich einfacher und simpler Trick. Kommen wir nun zum 5. Glitch und der beinhaltet, wie ihr in der Garage ganz easy mit euren Freunden fahren könnt. Ihr könnt die umfahren, ihr könnt dort andere Fahrzeuge immer wieder verwenden. Was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich ganz simpel und genial. Und zwar, ihr seht schon im Hintergrund, tue ich ein anderes Fahrzeug von mir replacen durch ein Straßenfahrzeug, das in meiner Garage einfach noch nicht ist. Dazu braucht ihr, wie gesagt, schon 9 normale Fahrzeuge und ein Straßenfahrzeug. Wenn ihr es dann habt, dann bestellt ihr euch den kostenlosen Elegy RA8, damit ihr auch keinen einzigen Pfennig ausgeben müsst. Dann wählt ihr einfach das Straßenfahrzeug aus und sagt eurem Kollege, dazu müsst ihr aber in eurem Fahrzeug drin sitzen, das ist sehr, sehr wichtig, dass euer Kollege die ganze Zeit an diesem Straßenfahrzeug Dreieck drücken soll, beziehungsweise Y, je nach Konsole, dass er halt einstecken will. Und wenn ihr dann unten links die Meldung bekommt, ihr habt es gerade im Hintergrund gesehen, dass euer Fahrzeug eigentlich geliefert wurde, dann könnt ihr eurem Freund sagen, es hat funktioniert, beziehungsweise probiert dann einfach mal loszufahren. Am besten macht ihr es so, dass euer Freund dann noch ein bisschen weiter drückt und ihr fahrt dann einfach schon mal los und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Denn dann könnt ihr auf jeden Fall ziemlich viel Scheiße in der Garage machen, könnt eure Freunde einladen, wie ich es auch gemacht habe, könnt Fotos auch machen mit den ganzen verschiedenen Autos auf anderen Stellplätzen. Kleiner, aber negativer Punkt von diesem Glitch: Wenn ihr die Garage wieder ordentlich haben wollt, müsst ihr leider die Lobby verlassen oder auch wechseln. Auf dem 4. Platz haben wir einen In-Apartment-Schießen-Glitch. Den finde ich richtig simpel und genial aus. Dazu braucht wieder 9 normale Fahrzeuge und ein Straßenfahrzeug, das in dem Fall bei mir der rote Dubster ist, das schon in der Garage drin war, das Straßenfahrzeug. Dann, wie gesagt, braucht ihr ein anderes Straßenfahrzeug, wählt aber vorher zuerst einen Raubüberfall aus über das Handy, schneller Job. Wenn es dann gemacht hat, dann wirft ihr eine Granate auf das Auto, fahrt an die Garage hin, wählt eure Garage aus, drückt aber nicht okay, solange ihr nicht gehört habt, dass das Auto explodiert ist. Dann drückt ihr ja, beschädigt das Ganze und wählt das Auto aus wieder mit dem anderen Straßenfahrzeug. Ganz simpel eigentlich und jetzt werdet ihr wieder feststellen, dass die Garage so ziemlich richtig brummbackt. Und dann werdet ihr eigentlich in diesen Job wieder rein teleportiert, aber dort müsst ihr einfach dann wieder rausgehen ganz schnell und wenn ihr Glück habt, dass zum Beispiel der Host von diesem Raubüberfall im Eclipse Tower ist oder auch in anderen Apartments, dann könnt ihr eure Freunde auch ins selbe Apartment einladen und könnt dann auch im Apartment rumschießen, eure Freunde ein bisschen trollen. Wie gesagt, ich finde es ein geiler Glitch, damit kann man auch mal die ganzen anderen Sachen vom Apartment ein bisschen austesten, kann in den Fahrstuhl rennen, wo man eigentlich sonst gar nicht rein kann, das sieht man eigentlich sonst gar nicht. Und falls ihr auf jeden Fall diesen Glitch noch nicht kanntet, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder falls ihr an sich noch die ganzen Glitches noch nicht kanntet, würde mich auf jeden Fall interessieren und ob euch solche Videos auch sehr gefallen. Würde mich auch extrem freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischauen könntet. Wie gesagt, kommen wir weiter zum nächsten Glitch. Bei dem nächsten Glitch müsst ihr auf diese Location achten und ihr müsst auch darauf achten, dass ihr einen Freund habt, der euch dabei hilft und einen Mule. Den Mule könnt ihr entweder finden oder auch kaufen, spielt gar keine Rolle, welcher Mule das ist. Aber was ihr dazu auf jeden Fall beachten müsst, ihr müsst diese Location einhalten und ihr müsst auf jeden Fall einen Freund haben, der euch dabei hilft. Euer Freund muss dann in diesen Mule einsteigen. Ihr müsst euch dann auf diesen Mule begeben, auch in diese Position, die ich auch bin, müsst ihr euch auch begeben. Und wenn euer Freund dann in diesem Mule drin ist und euch dann zu dieser Unterführung fährt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr im Mule rein teleportiert werdet. Dann könnt ihr zum Beispiel auch die hintere Ladetür aufmachen und könnt dann ein paar coole Fotos machen mit euren Freunden. Könnt ihr auch reinlassen und ich finde es auf jeden Fall einen ziemlich simplen und genialen Trick, den man vielleicht auch so gar nicht kannte in GTA 5. Wie gesagt, einfach die Stelle hinfahren und dann könnt ihr schon ein bisschen Spaß haben.
Auf Platz Nummer 2 haben wir einen ziemlich coolen Launch-Glitch. Dazu braucht ihr einfach nur einen Prison Break Bus, also einen Gefängnisbus. Dann müsst ihr in der Nähe von dieser Polizeistation hingehen. Falls ihr nicht wisst, wo die Location hier sich befindet, dann helft euch gegenseitig in den Kommentaren. Ich habe hier leider das vergessen, mit der Karte zu zeigen. Dafür nochmal sorry von meiner Seite aus. Ihr müsst den Bus einfach so hinpacken an diese blaue Markise und dann werdet ihr feststellen, wenn ihr dann draufklettert, dass ihr so richtig schön in die Luft katapultiert werdet. Cooler Glitch auf jeden Fall. Auf dem ersten Platz haben wir am Vespucci Beach auch einen Glitch. Und zwar dort könnt ihr einfach mit einer Machete gegen diese Surfbretter schlagen. Was dann passiert, seht ihr schon im Hintergrund. Ich bin raus, haut's rein, bis zum nächsten Video. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Ich danke für euren Support. Haut's rein, ciao.